unser nächstes Teammitglied. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Schalter Diamant. Und heute machen wir die Facebook-Bibliothek. Genau. Ich muss halt alles ein bisschen durcheinander geworfen in der Aufnahme letzten. Aber das kriegen wir jetzt schon. So, da sind wir wieder. Guten Tag, das ist die Bibliothek von Facebook. Sei bitte leise, damit du alle Leser nicht störst. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Was ist denn? Bitte schau mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Entschuldigung, ich wollte mal kurz anquatschen. Das war gefällt mir jedem. Nein, die Bücher in der zweiten Etage haben es immer eher um einfache Kost. Bücher sind derart kompliziert zu verstehen, dass ich eine Bahn verstehe. Okay. Ich kann viel ganz lang. Also gut, Opi. Ich habe Kämpfe mitgebracht, wie versprochen. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Okay, ich verstehe schon. Gut, endlich sind sie alle hier. Und schenkt mir mal bitte eure volle Aufmerksamkeit. Womöglich, ich habe es längst wieder vergessen, aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte, forschte ich die Entwicklung von Pokémon. Doch je länger ich forsche, desto mehr Fragen und Rätsel kommen auf. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was unterscheiden sie voneinander? Entwickeln sich jene, die als Lebewesen nicht ausgereift sind, zu den vollständigen Formen? Was ist da mit dem legendären Pokémon, die sich bekanntlich nicht entwickeln? Bis auf Manaphy, glaube ich, meines Wissens. Und Fiona zu Manaphy. Müssen wir annehmen, dass diese Pokémon quasi vollkommen sind? Genau hier kommt hier ins Spiel. Ich erinnere da nämlich an den Bittermilch. Jedem der drei Seelen von Sinne soll jeweils ein sagenumwobenes Pokémon nehmen. Wenn wir Daten zu diesem Pokémon sammeln könnten, würde es das vielleicht Aufschluss zu dem Prozess der Entwicklung geben. Doch bei diesem Unterfangen bin ich auf die Hilfe, die im Einzelnen von euch angewiesen. Mir hilft mir, die sagenumwobenen Pokémon zu finden. Hey, Moment mal, wieso habe ich keinen Pokédex? Na, wer ist denn schon wieder aus dem Labor gerannt und sich an der als wäre eine Herde Tauros hinter ihm her, wo ich auch einen Pokédex gewollt habe? Aber das längst nicht vergessen. Um ein guter Trainer zu werden, ist es mindestens genauso wichtig, Pokémon mit seinen eigenen Augen zu sehen. Sie kann auf mich zählen, Professor. Das wird mir bestimmt auch bei der Vervollständigung des Pokédex helfen. Du bist sauber von der Partie, oder? Dass ihr mir helfen würde, stand eigentlich gar nicht zur Debatte. Aber egal. Da es drei Seen gibt, praktischerweise zu dritt seid, solltet ihr euch aufteilen, damit sich jeder einen See vornehmen kann. Lucia, du gibst dich zum See der Wahrheit. Wird gemacht. Ja, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Witzach. Da der Weg dorthin kein Spaziergang ist, kann ich nur einen starken Trainer mit beauftragen. Sicher, ob ich. Das liegt in meinem Namen. Du weißt, dass ich der Beste bin. Und sind wir dafür kämpfen und nach der Silfe der Kühnheit. Wenn ich mich nicht irre, liegt er zwischen Schleide und Feideburg. Erpim? What the fuck? Jetzt ist vorbei. Seid ihr auch alle unverletzt? Lass nach draußen gehen, aber seid ihr vorsichtig. Wer weiß, in welchem Zustand die Stadt befindet. Beeil dich! Das war wieder vorsichtig. Ich könnte mir nach Nachbeben geben. Ich fühle mich wackelig auf den Ball. Ich will auch vorbei sein, weil ich lese immer noch wie Wackelpudding. Ach, was auf meinem Erdbeben? Das habe ich mir nicht gerade eingebildet, oder? Genau. Na ja, gut, gehen wir mal runter. Ich weiß, was passiert, was da jetzt passiert ist. Ich habe eine leise Vorahnung. Dieses Beben gerade, das hatte keine natürliche Ursache. Hey, hört mal an, ja. Schreckliches passiert. An See der Kühner soll ein gewaltiges Besuchen kommen. Kabum! So in etwa. Hoppe, ich mache mich jetzt auf, den See zu auf zum See der Stärke. Ich habe da nämlich irgendwie ein ungutes Gefühl. Ach, dieser Jan, der immer so hebelig sein muss. Doch zurück zum Thema. Ich war großartig des Vorfalls am See der Kühner. Leider habe ich keine Ahnung, was da vor sich geht. Da muss das für mich herausfinden. Doch dann nimm bitte nichts, was dir gefährlich werden könnte, oder? Wir werden der Zustoß, sobald wir am See der beiden nach dem Rechten gesehen haben. Das wird ja sicher packen, nicht wahr? So. Alles klar. Ja, da die Folge sonst ein bisschen kurz wäre heute, mache ich das jetzt ein wenig anders. Und werde tatsächlich jetzt nach Elysis fliegen.
bevor wir nämlich weitermachen mit der Story, schneide ich mir jetzt, weil wir es eh nicht dürfen. Unser letztes Teammitglied. Ja, endlich dürfen wir das Teammitglied, was ich so lange gewartet habe. Und zwar müssen wir damit wieder, wo ich schon mal lang war, mit der über die Route 211. Weil, ja gut, die Trainer, die haben wir ja hier mal schon gekettet. Dürfen wir nicht. Ist typisch ja vor uns, klar, aber das war ja schon immer so. So, da oben brauchen wir gar nicht lang. Noch nicht, das müssen wir machen. Ich bin hier, um noch ein weiteres Pokémon zu fangen. Nein, Macholo ist nicht mein Teammitglied. So, Macholo ist nicht das Teammitglied. So, dann nehmen wir. Oh, weitere Sonderbonbon. Gut. Nehme ich doch gerne mit. Da muss ich doch wieder umsehen. Mediti. Nö, Mediti ist nicht das Pokémon, was ich unbedingt hätte. So, komme ich hier unten weiter? Ah, nee. Ich nehme jetzt doch hier noch was mit Alter mit, weil. Ich kann mal gerade kurz gucken, wo anders ich bin. Also ich muss mir das gerade kurz erkunden. Komm ich da jetzt. Wo komme ich jetzt da weiter? Da war ich da rausgegangen, bin ich jetzt hier nicht aktiv, okay. Steinpolitur. Für die Initiative. Ja, endlich. Na, endlich. Wir sind jetzt auf der Route 211. Ach, ernsthaft, ey. Also müssen wir doch da oben durch. Stimmt, ich erinnere mich. Wir haben die Route, glaube ich, schon mal gemacht. Müssen wir doch da oben durch. Also da, wo ich ihn schon mal angesetzt habe. Wo war nämlich unten in der Höhle da waren, um die. Genau, hier oben durch. So, dann müssen wir hier durch. Hier runter. Da müssen wir die Form aufhören. Fast alle nein, ich weiß eigentlich anders gefahren. So. Das kann jetzt ausnahmsweise mal nicht Gebiet sein, sondern mal. So, ein Säckchen Sternstaub. Ich glaube, das Geld war das, glaube ich. Mit. Ja, ist doch nicht ganz einfach, ne? So, das ist. Nee, das war genau. Das war mit den Bodenattacken. Das Bruder ist auch, glaube ich, auch Bodenattacken. Und Sternstaub war, glaube ich, einfach nur verkaufen. Hm.
geht's jetzt hier weiter? Bin ich hier oben richtig? Ja! Super! Endlich! Da hier finden wir unser letztes Teammitglied. Ich muss gerade gucken, wo ich es finde. Verlieren wir dann natürlich noch. Weil wir noch wenn auch der Schutz-Item aktiv war, so war es richtig. So, dann gucken wir mal. Ich kann nur hoffen, dass ich es finde. Ja, Sneebel war auch eine Weile eine Idee, aber Sneebel ist ja das Problem, weil wir weiter haben. Mit Kramort brauchen wir es nicht. Aber ich werde mir ein anderes Pokémon hier auf der Route suchen. Also, wir sind schon auf der richtigen Route. Also, keine Sorge, das machen wir auch noch weiter. Wir werden ihn sehen noch nach und nach abklappern. In der nächsten Folge. Wenn diese Folge mit ihm geht. Mein Team vervollständigt endlich. Wenn ich es dann mal finde. Das dauert nämlich alles einen Moment. Wieso? Ihr kennt das ja. Wie ist das immer mit dem... Kennt das ja, man sucht das passende Pokémon, man kommt, bringt es nicht. Wenn man es einmal hat, dann hat man es, findet man es. Ich hoffe nur, dass ich das nicht machen kann. Das ist nicht alles Zeit. Das ist jetzt also zeitig begrenzt. Und ja, liebe Leute, Schneebedeck war tatsächlich genau das Pokémon, was ich gesucht habe. Das letzte Team-Mitglied wird Schneebedeck bzw. Rexblizzard. Juhu! Endlich wissen wir es. Gut, ihr habt wahrscheinlich beide vermutet, welches Pokémon ihr sein könnt. Aber ich freue mich. Ich wollte es einfach mal ausprobieren eine ganze Weile, aber jetzt ist der richtige Moment. Deswegen musste ich halt eine Weile warten, musste ich wirklich warten, bis ich ja nicht stärker einsetzen konnte. Nach dem sechsten Orden. So, dann setzen wir nochmal ein Spielball ein. Nochmal. Ich hoffe, das ist nicht richtig. Ich hoffe, dass das Hagelalarm hat. Dann brauche ich nämlich nicht Hagelsturm einzusetzen. Dann trifft mich Blizzard auch zu 100%. Also, ganz gut. 1, 2. Drei. Yes! Team ist vollständig. So, endlich ist das Team oder Teammitglied oder Team komplett. Jawohl. Schwebedeck mit Pflanze Eis. So, jetzt gucke ich mir mal das Pokémon an. Ja, es hat Hagelalarm. Spezialverteidigung, weil dadurch soll es ja auch speziell werden. Ist perfekt. Ist sogar perfekt. So ist es super. Herzlich willkommen im Team. Unser kleines, süßes Schneebedeck. Damit haben wir es. Damit haben wir es tatsächlich. Damit haben wir es sogar komplett. So, ich gehe jetzt natürlich gerade mit. Ich muss mit hier ein bisschen nur auf. Nur mal kurz noch ein bisschen aufbauen, was die Attacken betrifft. Blizzard noch reinsetzen. Kann ich angeblich Reimer rausnehmen?
Pulver brauche ich nicht drin. Straufler brauche ich nicht drin. Aufbereitung gegen Dunkelklaue. Dunkelklaue. Dunkelklaue kann ich reinnehmen. Gut, dann nehme ich Blutstrahl raus. Doppelte Kraft ist immer gut. So, dann steht Kiefer der Grün, Ableitung, Lager, Ruhe, Ort, Fähigkeitsdauer. Stahlflügel brauche ich nicht. Statt Metallklaue nehmen wir die Lichtkanone. Ich hätte gar nicht genau gedacht, dass wir eine 100%ige Genauigkeit da drin haben. So. Gut. Dann haben wir's. So, als nächstes müssen wir da hoch. Das heißt, wir fliegen als erstes nach Schleide und machen uns dann heute, nicht heute, sondern in der nächsten Folge, auf zum See der Kühnheit, wo wir selber hin müssen. In der See der Wahrheit. Und dann machen wir danach die Folge, machen wir dann nach Blizzard. Nach Blitzach. Auf. Ach, ich bin froh, ich freue mich, wenn ich das Team gucke. Yeah. Geil. Und da bin ich ziemlich happy drüber. So, in der nächsten Folge klappern wir die drei Seen ab, oder zumindest die ersten zwei der drei, weil der nächste ist ein langer Weg, deswegen bin ich froh, dass ich auf mein Team jetzt mal komme.